Gabriel, wie ist die Stimmung hier in der Neuwa? Ja, ich würde sagen, hier in der Neuwa, wir sind hier in einem Oberwallis, eine Autoausstellung. Und das ist so recht, man sieht relativ viele bekannte Leute hier. Man kann neben dem Auto noch mit vielen mit Leuten reden, die man sonst euch sieht. Und ich würde sagen, das macht das ein bisschen etwas Spezielles, dass man nicht unbedingt in der ganzen Weltgeschichte umgeht, zum Beispiel an Autos anschaut. Ist das noch recht interessant hier, neben den Autos mit den Leuten zu reden? Ja, ich komme endlich fast jedes Jahr hier mal vorbei. Ich habe meine Ausbildung als Automobilmechatroniker. Haben wir dazu mal schon hier Postarbeiten für den Leute, die ich von der Schule aus, von der Berufsschule aus, das ein bisschen näher zu bringen. Und von dem her ist das so, und ich von dem aus das schon interessant gefunden. Und euch jetzt, später, komme ich euch jedes Jahr mal vorbeischauen, wie es so aussieht. Du hast jetzt gerade angetan, du hast ja in deinem Beruf mit Autos zu tun. Und das Thema hier an der Neuwa ist Digitalisierung. Wie kannst jetzt du als Experte das sagen, was denkst du, wie wird die Digitalisierung die Zukunft von Autos beeinflussen? Ja, ich würde sagen, in den letzten paar Jahren ist der Trend relativ stark aufgekommen. Also praktisch jedes Auto heutzutage hat irgendeine Rückfahrkamera oder E-Park-Sensoren oder Spurassistenten. Und euch die eher früher weniger oder billiger Auto wie, sagen wir jetzt einmal, ein Fiat oder ein Suzuki, ich kann heutzutage ohne Probleme mit einem moderneren Auto wie ein Audi mithalten. Und es ist nichts Spezielles mehr. Und es ist absolut normal, dass die Autos von selber fahren. Ist euch langsam im Kommen. Aber die ganze Digitalisierung, das ist recht am Kommen, würde ich sagen.